Ja, wollen wir noch eine Runde machen, auch wenn die Zeit ein bisschen mitläuft. Vielleicht einige Sätze zum Dies Irae. Ich weiß gar nicht, ob die Ordensfamilie, der dieser Text entstammt, das heute noch mag, dass sie in diesem Zusammenhang genannt wird, aber es kommt wahrscheinlich aus dem franziskanischen Umfeld. Und als Autor wird niemand anderer angenommen als Thomas von Celano, dem Biograf des Franz von Assisi. Genau. Ja. Wie gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob alle eure Brüder und Schwestern damit glücklich sind, wenn sie in diesen Zusammenhang gebracht werden. Weil das beginnt im 13. Jahrhundert, also der Text stammt aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts, verbreitet sich in italienischen Messbüchern und Brevieren, hauptsächlich in der franziskanischen Ordensfamilie, und findet dann ins allgemeine Messbuch Einlass in die Totenmesse mit dem Missale Pius des V., also 1570. Und hat in der Neuordnung eben keine Gnade gefunden. Es ist 1969 dann herausgeworfen worden. Wobei ja ohnehin nur noch, es gab ja bis zum Trienter Konzil, man muss das ja immer wieder sagen, wenn uns manchmal aus der Ecke der Pius-Brüder gesagt wird, das Zweite Vatikanische Konzil hat alles abgeschafft. Im Vergleich zu dem, was das Trienter Konzil alles abgeschafft hat, ist das Zweite Vatikanische Konzil ein Waisenknabe. Ja. Also die Texte, die doch zusammengestrichen wurden und abgeschafft wurden, man muss nur mal in die Sammlungen der Sequenzen schauen, da sind ja auch im Trienter Missale, sind ja, wie viele sind übrig geblieben? 5. Ostern, Pfingsten, Schmerzen Mariens, von Leichnam, Totensequenz. 5, das ist es schon. Und davon ist jetzt die 5. auch noch weg, sodass wir nur noch 4 haben. Wobei von den 4 auch de facto keine mehr gesungen wird. Also am 1. vielleicht noch Pfingsten, wenn man Glück hat, oder Ostern mal bei Priestern, die sich als liturgisch verstehen. Ich weiß, das ist ja wieder so ein Witz, ja. Es gibt auch Priester, die sich unliturgisch verstehen, ist ja egal. Jedenfalls, die machen das dann. Das hängt wieder mit dieser Teilung zusammen. Im Graduale Romanum ist das fester Bestandteil der Ostermesse oder der Pfingstmesse, aber eben nur dort. Aber es ist immerhin ein gültiges Buch. In den Klöstern vielfach, einigermaßen noch. Das trägt natürlich viele Kennzeichen dieser Zeit, die wir heute Morgen schon in groben Linien auch kennengelernt haben. Das hat auf jeden Fall eine Zweiteilung. Zunächst, das geht ja wie ein, es ist ja nicht nur musikalisch in den großen Vertonungen umgesetzt, dass das wie mit einem Posaunenschlag losgeht. Also man muss sich vielleicht das Mozartsche diese Verdischen Schläge, die das hier hat, ja, wo das ganze Orchester wirklich knallt, so fängt der Text ja auch an, als Tag des Zornes, jener Tag, wenn die Welt verglüht zur Asche, und gleich in der dritten Zeile diese merkwürdige Überraschung, dass von denen, weil ich das ja auch im Programm hatte, die Figuren aufgerufen werden, und hier interessanterweise nicht nur biblische Figuren, sondern auch eine Sibylle. Wer ist das denn? Kommt in der Bibel vor? Also es ist eine antike, eine heidnische Figur, die allerdings sehr prominent eingeführt wurde von Augustinus im Gottesstaat. Der beruft sich auf eine sibyllinische Prophezeiung, die man deuten kann auf den wiederkommenden Christus, der richten wird mit Feuer. Wie das in einem anderen Text, den ich jetzt hier nicht aufgenommen habe, im Liber Armee. Ja? Wir haben es jetzt am Ende des Requiems an aller Seelen gesungen. Ja, du kommst, die Erde zu richten mit Feuer. Das ist im Grunde genommen das, was Augustinus im Gottesstaat zitiert. Ein Teil dieser sibyllinischen Verheißung. Das ist sehr spannend auch, dass liturgische Texte etwas Unbiblisches, etwas Nichtbiblisches aufnehmen. Also aus dem kulturellen, sozusagen aus dem kulturellen Raum der Umgebung, auch als Prophezeiung. Das ist so ähnlich, es gibt es ja innerhalb der Bibel auch. Ja? Bileam, dieser blinde Seher, ja, der gegen Israel prophezeien soll und der ungewollt zum Propheten, ja,
Wir werden das im hohen Advent wieder hören, diese Lesung, ja, wo er plötzlich von einem Stern spricht, der in Jakob aufgeht, was die Christen natürlich immer christologisch gedeutet haben. Aber wie kommt irgendwie so ein ausländischer Seher dazu, plötzlich irgendwie so was Schönes zu sagen? Ja? Also das ist immer ein Zeichen für eine... Ja, für einen guten Dialog. Wir reden heute immer so von dialogischem Ding und dann müssen wir aber immer theologisch und politisch korrekt sein. Also hier, auch im hohen Mittelalter noch, ist eine Durchlässigkeit zur antiken Bildung da und man hat überhaupt keine Scheu, das aufzunehmen. Und mit einer Selbstverständlichkeit wird das adaptiert. Ohne dass man sagt, bäh, das ist aber jetzt irgendwie so ein Heidentuppes, von dem wollen wir nichts. Ja, der hat überhaupt bei uns nichts zu sagen. Ja, dann sehr... Das ist ja zunächst eine Beschreibung dessen, was geschieht, wenn wir mal durch diese Zeilen gehen. Der Text ist ja zumindest ein bisschen bekannt. Und es ist die Situation des Einzelnen vor dem Richter, ja, an diesem letzten, an diesem jüngsten Tag. Also der Judex ergo cum sedebit, ja, der sitzt der Richter auf dem Thron, da kommt ans Licht, was verborgen ist, nichts bleibt ohne Strafe. Und dann kommt zum ersten Mal diese Wendung ins Ich, was soll ich Armer sagen? Wen als Anwalt mir bitten, wenn Gerechte kaum entgehen. Und dann Rex tremendae majestatis. Das, auch da, wenn wir das so plakativ immer sagen, da wird die Angst vor dem Gericht geschürt. Ich erinnere nochmal den Satz, den wir heute von Ratzinger gehört haben. Die Christologie ist der Fokus und ist der Angelpunkt, der alles zusammenhält. Also wie wird Christus hier angesprochen? Klar, er ist der Rex Tremendus, ja? dieser große, auch erschreckende König, das wird immer sein bei einer Gottheit, die erscheint, dass es ein Faszinosum und ein Tremendum gibt. Etwas, das uns hinzieht, ja? Und das uns zugleich den Atem stocken lässt. Aber wie wird er angesprochen? Du rettest die verloren. Er ist immer noch der Heiland. Er ist immer noch der Salvator. Also rette auch mich. Und dann wird er nicht als Christus, sondern als Jesus angesprochen. Ja, was in der Liturgie immer besonders ist. Zum ersten Mal taucht das bei Ambrosius auf. In dem Hymnus, den wir sonntags morgens in den Laudes im Jahreskreis singen. Jesu labentes respice. Das ist für die Kirchenväter ganz ungewöhnlich, dass sie Jesus quasi mit Vornamen anspricht. Ganz selten. Normal ist immer Christe. Ja? Also mit dem Hohen. Ja? Beim Prosis an dieser Stelle ist das quasi zum ersten Mal, ja? dass er sozusagen, schau, das ist ganz ähnlich hier. Jesus, schau auf mich, der gefallen ist. Schau mich Gefallenen an. Das ist die Anspielung auf den Blick des Petrus. Ja? Petrus, der ihn verleugnet hat, das ist ja vorher vom Petrus auch die Rede, ja, vom Hahn, der den Verrat des Petrus anzeigt, ja, und dann die Gleichsetzung. Ich bin auch so einer, der Jesus oft verraten hat. Und dann Jesu labentis respice. Also schau auch mich an und bring mich durch deinen Blick zur Umkehr. Bring mich zum Weinen, wie dem Petrus. Ja, bring mich wieder zurecht dadurch. Auch hier. Recordare Jesu pie. Und da wird sozusagen der Heilsweg aufgezeigt. Du bist Mensch geworden, meinetwegen. Meinetwegen. Natürlich würde man das in der alten Zeit, in dieser persönlichen Ausdrucksweise, meinetwegen, würde man das vergeblich suchen. Ja? Das ist sozusagen eine Wendung vom Mittelalter her, dieses rette deine Seele, ich sage das mal dahinter, ja, eine Individualisierung. Und ganz am Schluss, ich meine, diese Bilder sind alle biblisch. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass das eine irgendwie alles frei erfunden ist. Ja? Die Figuren, die hier aufgerufen werden, Maria Magdalena, wobei das eine schwierige Geschichte ist mit der Maria Magdalena, die ganzen verschiedenen Marientraditionen des Evangeliums, inklusive der Inkognito-Sünderin, dieser stadtbekannten Dame, die da Jesus die Füße salbt unter Tränen, die ja nicht mit Namen genannt ist, aber das ist in der mittelalterlichen Tradition ist das alles Maria Magdalena, die sich ja dann auch unter dem Kreuz, in vielen Darstellungen unter dem Kreuz als Büßerin findet und den Gekreuzigten beweint.
Deshalb wird sie hier genannt. Das sind alles diese Marienfiguren, die zum Grab geht und die Sünderin und Maria Magdalena, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hat. Und, also die unterschiedlichen Evangelientraditionen werden hier verdichtet zu einer Person. Inklusive dessen, dass es die Maria ist, die Schwester der Martha und die Schwester des Lazarus. Ja? Das ist von den Evangelien her, von diesem Befund, nicht unbedingt deckungsgleich. Es kann sich um verschiedene Personen handeln. Ist hier im Beten alles eine Maria. Die wird aufgerufen. Nicht umsonst. Als stadtbekannte Dirne hat man eine gute Patronin. Die hat es geschafft. Das ist für mich vielleicht auch noch was drin. Ja? Und das nächste ist der Verbrecher, der rechts von Jesus hängt. Ja? Dismas. Es gibt eine große, gerade für die Sterbegebete, ist ein großer Patron der Sterbenden. Gibt es eine ganze Tradition innerhalb der Kirche, das ist der heilige Dismas, ja, ganz, fast, ganz unbekannt inzwischen, ja, der im letzten Augenblick die Chance genutzt hat, ja, und sich zu Christus bekehrt und das Wort hört. Und das ist natürlich eines der tröstlichsten, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist eine Aussage. Eine Zusage, an die wird erinnert. Also man appelliert an Christus oder wenn wir am Ende des ersten Blocks sehen, was ich eben schon gesagt habe, Matthäus 25, der zwischen den Schafen und den Böcken schaltet. Die Übersetzung ist immer ein bisschen schlecht, es geht um 2 Ziegensorten. Wobei diese schwarzen Ziegen, das sind die bösen Ziegen deshalb, weil die nicht alles abweiden, nur, sondern die fressen die Wurzeln auch weg. Also wo die waren, wächst nichts mehr. Ja? Das finde ich eine interessante Sache. Für die links sortiert werden. Ja? Also wo die gewesen sind, wächst kein Gras mehr. Die haben alles so gründlich abgefressen, ja, da ist nichts mehr für andere. Deshalb stehen die als Zeichen für die nach links sortiert werden. Das ist eine, kann man eine ganze Bußandacht daraus machen. Ja? Und dann die Bitte auf die rechte Seite gerufen werden. Und ganz am Schluss wendet sich das ja nochmal von dem Persönlichen in die Fürbitte. Da geht es nicht mehr um mich, sondern ganz am Ende ist es nochmal gewendet in eine Fürbitte für den anderen. Ja? Wenn der Mensch aus Glut und Asche tritt vor seiner Seele, dann sei ihm, nicht sei mir gnädig, sondern sei ihm gnädig. Da wird es zum Fürbittengebet für den Verstorbenen. Ja? Deshalb es dann noch in der Totenmesse steht oder an aller Seelen. Treuer Jesus, hab Erbarmen, gib ihm die ewige Ruhe, nicht mir. Das ist immer interessant zu sehen in diesen Texten, wer spricht, geht es um mich oder ist es ein fürbittendes Gebet? Wir beachten das oft zu wenig, ja, auch diesen Wechsel, der dann eintritt. Ich will nur noch einmal, wenn ich zum Offertorium weitergehe, auf die Figuren, die aufgerufen werden. Das ist Michael, das ist Abraham, wir hatten schon Maria, wir hatten den Dismas als den reuigen Schächer. Wir haben dann beim In Paradisum, haben wir die Engel, die aufgerufen werden und wir haben Lazarus. Und wenn ich jetzt, das meine ich mit dem Verschwinden der Narrative unter Punkt 8, wenn ich die erneuerten Texte auch vor allen Dingen im Deutschen anschaue, dann verschwinden uns diese Figuren alle. Ich meine, wer hat jemals von uns das Offertorium der Totenmesse gehört? In einer gefeierten Liturgie. Das steht weder im Gotteslob noch sonst irgendwo. Da muss man schon in eine Abtei fahren, die vielleicht noch Gregorianik singen. Und auch da ist es nicht sicher, dass die dann das singen. Ja? Vor allen Dingen mit dem Offertorialvers, der natürlich auch irgendwann ganz verschwunden ist, also der nur in den alten Vertonungen dann überlebt hat, aber in der liturgischen Praxis verschwunden ist. Selbst wenn wir die Totenmesse nach dem Graduale singen, ist der Offertorialvers so nicht mehr automatisch drin, also dieses Hostias et Praecis Tibi Domine. Dieses Offertorium ist nicht im Bewusstsein drin, es sei denn, man kennt es von den Vertonungen her, ja, von Mozart oder von diesen großen Tonungen. Im Deutschen, die Übersetzung, das ist ein wunderbares Beispiel für das, was ich mit theologisch und politisch korrekt meine, dieses In Paradisum deducant te Angeli, also ins Paradies mögen Engel dich geleiten, bei deiner Ankunft die Märtyrer dich empfangen
und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Das ist ein Hinweis darauf, dass es ein ganz alter Text ist, ja, weil wir hatten eben schon die Verbindung zur Märtyrerliturgie gesehen. Der Chor der Engel möge dich empfangen. Und dann heißt es im Deutschen, und mit Christus, der für dich erstanden, ja, möge... Da wollte man aber auch so... Es tut richtig weh, ja. Also man wollte auch so ganz oberkorrekt sein und sagen, auch hier muss der Auferstehungsgedanke noch vorkommen. Was man wegstreicht, dafür schreiben dann die gleichen Leute wahrscheinlich, die es weggeschrieben haben, 20 Jahre später wieder Aufsätze, wie wichtig es ist, dass wir biblische Narrative haben. Dass wir nicht mit theologischen Aussagen kommen, sondern Geschichten erzählen. Das heißt dann Stichwort narrative Theologie. Ja, die ist hier drin in diesen alten Texten, ist diese narrative Theologie mit Händen zu greifen. Denn wenn ich diese Antiphon verstehen will, muss ich die Geschichte von Lukas kennen, vom reichen Prasser und dem armen Lazarus. So. Und das ist das Bild für den Tod des Christen in den Zwischenzustand, er darf in Abrahams Schoß ruhen. Und deshalb wünschen wir ihm, erbitten wir ihm von Gott die ewige Ruhe. Aber nein, das muss raus. Der Abraham muss raus und der Lazarus muss raus. Ja? Aber anschließend machen wir narrative Theologie, nachdem wir vorher alles zusammengestrichen haben. Das muss mir erstmal einer erklären. Werde ich bis ans Ende meiner Tage nicht verstehen. Aber es ist auch witzig. Ja? Jetzt im Gotteslob, das ist, finde ich, wieder ganz schön, ist die lateinische Fassung drin jetzt wieder. Und die deutsche, aber in unterschiedlichen Textvarianten. Also im Deutschen ist natürlich, es steht aber im Lateinischen dann keine deutsche Übersetzung dabei. Ja? Sodass man sozusagen, wenn man das Deutsche will, muss man das korrekt singen, wie man meint, dass es im Deutschen korrekt ist, mit Christus, der für dich erstanden. Was ja keine Frage ist, dass Christus für mich entstanden ist, ja, das ist nicht das Problem. Aber da hat man einen Lazarus und damit diese ganze Geschichte, die es hat, entfernt. Das fände ich spannend, gerade im jetzigen Pontifikat, ja, wo ja Franziskus auf Armut so großen Wert legt und keine Predigt auslässt, um die reichen Prasser an die Wand zu stellen. Nein, nicht an die Wand, an den Pranger zu stellen, Entschuldigung. An den Pranger zu stellen. Papst stellt keinen an die Wand. Dass man so eine Geschichte, gerade bei Lukas, bei dem das immer ein Thema ist, einfach außen vor lässt. Ja? Das ist, so schnell können sich die Zeiten ändern. Ja? Politisch nicht korrekt. Dann doch wieder nicht. Korrektheit ist nicht korrekt. All diese Figuren, die immer verbunden waren zwischen biblischer Aussage und Volksfrömmigkeit. Michael. Also wenn wir jetzt gefragt würden auf die Schnelle, wen würdest du als Sterbepatron anrufen? Klar, da gibt es einige, die das noch wissen. Michael ist das. Ja? Warum? Ja, das trifft für jeden zu. Warum ausgerechnet der Michael? Nein, ja, das ist diese existenzielle Verunsicherung. Das heißt, der Tod, der Sterbende, wird in ein für uns ungewisses Gelände entlassen. Und deshalb beten wir, ja, und deshalb war es wichtig früher, je mehr Leute um den herum zu sammeln, die besser sind. Heute hört man auch in Ordensgemeinschaften dieses Geschwätz, da wird einer tot gebetet. Ja? Er kann doch nicht mal in Ruhe sterben, da wird der Tod gebetet. Ja, ich weiß nicht, ob es einen schöneren Tod gibt. Ich meine, man kann die alle nicht fragen. Ja? Ja? Weil das, ich werde das gleich noch zum Schluss erwähnen, Schönborn in diesem Büchlein geht da auf dieses dominikanische Sterben, das so für Klöster vielfach zutrifft. Also nicht nur dort, was in der Stunde des Todes geschehen ist in Gemeinschaften. Und was ich finde, sollten wir auch wiederentdecken. Ich war neulich total überrascht, ich bin gerufen worden ins Krankenhaus, jemand würde sehr schlecht liegen, dann würden keinen Priester finden. Da habe ich da angerufen, dann bin ich hingegangen. Da war zumindest noch das, was wir heute Kleinfamilie nennen, war da in diesem Krankenzimmer vom Opa versammelt. Die Tochter mit ihrem Mann, die beiden erwachsenen Kinder. Und zu meiner großen Überraschung konnten die alle Gebete mitsprechen. Das ist wirklich sehr selten. Ja. Heute ist man dann eher, oder das ein oder andere Stück geht, aber die konnten alle Gebete mitsprechen. Ja. Das ist etwas sehr Schönes und auch gut, wenn am nächsten Tag ein Telefonat kommt, sozusagen, es geht ihm besser. Also, ja, das ist auch in Ordnung.
Ja, aber dass das überhaupt im Bewusstsein ist, dass wir da gefordert sind, ja, und dass wir nicht sagen, so sehr es auch immer die Situation gibt, dass Sterbende genau den Moment erwischen, wo jemand gerade nicht da ist, auch das gibt es ja, die dann wirklich in diesem intimen Moment alleine sein wollen und wo sich Leute tagelang in der Wache ablösen und darunter leiden, die Angehörigen, dass sie gerade in dem Moment, wo sie zur Toilette gegangen sind, die 20 Sekunden und kommen zurück und ist jemand gestorben. Das ist manchmal so. Diese Figuren, die da aufgerufen werden, haben sich unmittelbar niedergeschlagen in der, das muss ich aber jetzt doch, wo ist mein Autoschlüssel? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist in meinem Mantel, im Büro. Und da ist vorne im Handschuhfach, da ist die Stola, das Öl und da ist ein kleines grünes Ritual drin. Bringen wir das mal mit. Das ist das einzige offizielle Buch, das man nicht mehr zu kaufen kriegt, wo die Sterbegebete drinstehen. Was sogar noch gültig ist. Ja. Wenn man das antiquarisch, kriegt man das ganz selten, aber es kostet 70 Euro oder so etwas, weil das de facto vergriffen ist. Und man versteht nicht, das ist ein kleines Ritual, ja, wo alle Sachen drin sind, Sterbegebete, die man sonst nirgendwo findet. Ja. Ich verstehe nicht, dass ein liturgisches Institut oder die Bischofskonferenz und so, dass sie das nicht wieder auflegen. Ich verstehe es nicht. Alle jungen Priester, die ihren Dienst gehen, kommen ohne das Rituale aus. Müssen ohne das auskommen, weil es nicht mehr gibt. Man kann jetzt immer nur gucken bei eBay oder auf mybooks.de oder sonst irgendwo was, ob wieder jemand, einer der Brüder von uns gegangen ist und es nicht ins Altpapier gewandert ist, sondern es irgendwo sich findet. Es hat so ein richtiges 70er-Jahre-Look. Ja? Also werden wir gleich sehen, mit so einem Plastikeinband, ja? Also richtig praktisch, sodass auch regnen kann. Ja, aber es hat alle wichtigen Vorgänge drin, die man braucht. Das gibt, also manchmal versteht man es nicht. Ja? Da heißt es wahrscheinlich dann, Gesetze des Marktes, hatten wir schon mal gesprochen, das wird nicht mehr nachgefragt. Ja? Sind ja auch nicht mehr so viele Priester, lohnt sich nicht mehr zu drucken. Mein Gott, was wird innerhalb der Kirche alles gedruckt? Das wollen wir jetzt nicht kommentieren.